Unsere Welt lenken diejenigen, die eine übermäßig große Kontrolle auf dieser Welt haben, diejenigen, die die Banken und Finanzeinrichtungen leiten, diejenigen, die die Finanzströme sehr genau kontrollieren. Die beherrschen die Medien, haben Macht über Regierungen, kontrollieren die Konzerne und den Energiesektor. Diese Leute mit ihrem Übermaß an Kontrolle über unsere Welt sind Psychopathen. Sie sind absolut verrückt. Sie sind so verrückt, dass sie Dinge planen, also Sachen wie einen Atomkrieg. Und wenn sie solche Dinge planen, wie das Bauen von Gebäudekomplexen unter der Erde, ja ganze unterirdische Städte, dann können wir den Kopf in den Sand stecken, wenn wir wollen. Aber wenn ihr eine andere Wahrheit wollt, schaut hin. Es ist da. Es starrt uns an. Mitten ins Gesicht. Diese Menschen, ich kann sie kaum als Menschen nennen, bezeichnen, weil sie sich nicht wie Menschen verhalten. Glaubt ihr, es wäre nicht möglich, dass diese Leute, die unsere Welt ziemlich gut im Griff haben, weil sie unsere Marionetten, wir nennen sie ja Politiker, unter Kontrolle haben, denkt ihr, sie sind nicht verrückt genug, um tatsächlich wieder was anzustellen, das es in Wirklichkeit ist. Eine weitere neue Operation unter falscher Flagge. Und das ist für mich der wichtigste Punkt. Und ich wäre fahrlässig, wenn ich es nicht ansprechen würde, zumindest für ein, zwei Momente, den 10. Jahrestag der allergrößten Operation unter falscher Flagge und der Manipulationen. 9/11. 9/11 ist für mich der Lackmustest für die wahren Erzähler, für die echten und glaubwürdigen Journalisten in dieser Welt. Ich wusste, was einige von uns wussten, als es geschah, dass, obwohl ich nicht wissen konnte, wie genau die Operation durchgeführt wurde, wusste ich aber, wer die größte Motivation zur Durchführung einer solchen Tat hatte. Was konnten die vorhersehbaren Folgen dieses Anschlages nur sein? Wer war überhaupt in der Lage, diese Operation durchzuführen? Es sind ja die grundlegendsten Fragen für jeden seriösen Journalisten oder Nachforschenden. Und hier sind wir nun, 10 Jahre später, und ich sage zu jedem, der meint, es sei kein Inside-Job gewesen, dass Israel beteiligt war, aber nicht verantwortlich, damit auch das klar ist. Sie sind nicht verantwortlich. Doch 9/11 war vollkommen unmöglich ohne eine hundertprozentige Beteiligung der verräterischen Elemente innerhalb der US-Regierung und des US-Militärs. Modern life is a dehumanizing process. And the name of the game for each and every one of us is or ought to be claiming back our humanity. I believe our politicians... There are two ways to run the world. One is in accordance with international law, and the other is jungle law. And I believe all of our leaders are taking us back to the jungle. Now, I described the conflict in and over Palestine that became the Zionist, not Jewish, repeat, not Jewish state of Israel, as the cancer at the heart of international affairs. And I believe that without a cure, this cancer will consume us all. We are dealing with a tribal identity. Wir haben es mit einer tribalen, also mit einer Stammesidentität, völkischen Identität zu tun. This is also racially oriented. Die auch rassistisch orientiert ist. And this is something very, very important. Und das ist sehr wichtig. This is something that you can also say about Germany in the 30s and the 40s. Das kann man genauso über Deutschland in den 30er und 40er Jahren sagen. Jews are not a race. Juden sind keine Rasse. But unfortunately, Zionists are racists. Aber unglücklicherweise sind Zionisten Rassisten. Yeah. So equally, you can say about Germany. Germany doesn't form a single unified monolithic race. Sie können genauso über Deutschland sagen, dass Deutschland keine einzelne Rasse ist, sondern. But yet, the Nazism was openly racist. Die Nazis oder Nazismus war offen rassistisch. Yeah. Now, so we are dealing here with a tribal, racist, and expansionist identity. Wir haben es hier also mit einer stämmischen, rassistischen und expansionistischen Identität zu tun. This is the most radical thing you have ever heard, and you are going to hate me for saying it. Das ist das Radikalste, was Sie wahrscheinlich jemals gehört haben, und Sie werden mich eventuell dafür hassen, dass ich das sage. It is not a political move. Es ist keine politische Bewegung. We have to lead towards
a process of de-judification. Wir müssen uns einem Prozess der De-Judifizierung, aber im Sinne von einer Entledigung der jüdischen Ideologie, nicht der Religion, eben nähern. So. Thank you for that. Not, I'm not talking about Judaism. Ich rede I'm nicht talking über about dismantling the Jewish ideology. Ich spreche davon, dass wir die jüdische Ideologie freilegen müssen, offenlegen müssen. Now, do you think that the Israeli will do it voluntarily? Glauben Sie, dass die Israelis es freiwillig tun werden? I don't think so. Ich glaube das nicht. And yet, we can talk about one state. Und wir können immer noch über einen Staat sprechen. Israel is already one state. Israel ist schon ein Staat. We have one state. Wir haben schon einen Staat. It has natural border, the Mediterranean, one side, the Golanite, the Jordan. Wir haben als natürliche Grenzen das Mittelmeer, die Golanhöhen, den Jordan. We have one pre-dial call, you know, 00972 or whatever. Wir haben alle die gleiche Vorwahl. We have one electric grid. Wir haben eine Stromversorgung. You have the same money. Sie haben das gleiche Geld. We already have one state. The only problem is that it is driven and controlled by Jewish supremacy. Wir haben schon einen Staat. Das einzige Problem ist, dass dieser Staat von jüdischer, wie nennt man das, übermenschlich oder über Vorherrschaft, genau, von jüdischer Vorherrschaft beherrscht wird oder reguliert wird. And as long as we are shy from saying those things. Und solange wir zu schüchtern sind, diese Dinge beim Namen zu nennen. We are engaged in a form, sorry for saying it, of masturbation. Sind wir in einer Form der Masturbation? Intellectual masturbation. Intellektueller Masturbation. There is a severe lack of empathy. Dann gibt es eine ganz, ganz große Lücke, was die Empathie angeht oder das Mitgefühl für die anderen angeht. I can promise you that within 3 days you will see the Israelis in Japan. Ich verspreche Ihnen, innerhalb von 3 Tagen wird Israel in Japan sein, um Hilfsaktionen zu starten. They will send the best teams and the airplanes. Sie werden die besten Teams, die Flugzeuge hinschicken. At the same time, und zur gleichen Zeit conduct a tsunami of human brutality on their neighbors. Zur gleichen Zeit führen sie einen Tsunami im Prinzip über ihre Nachbarn, also über die Palästinenser aus. So, it is not an empathic culture. Es ist also keine empathische Kultur, keine Kultur des Mitgefühls. Because if they were, if they had a drop of empathy in them. Wenn sie nur einen Tropfen von Mitgefühl in sich hätten. They would by now would apologize and regret and finish this conflict. Würden Sie sich entschuldigen und bedauern und diesen Konflikt beenden? My mom said something that was even more clever. Nein, hat meine Mutter noch was Klügeres gesagt. She's very clever, my mom. Sie ist sehr klug, seine Mama. She said, why do you compare Israel with Nazi Germany? Isn't Israel bad enough? Warum vergleichst du, also seine Mutter fragt ihn dann immer, warum vergleichst du Israel mit Nazi Deutschland? Ist Israel nicht schlimm genug? Okay, now, to make it very simple, we spoke about it already. Um es sehr einfach zu machen, wir haben darüber auch schon gesprochen. Israel is Israel or Jewish identity is a racially oriented identity. Israel, die jüdische Identität, die jüdische Ideologie ist eine rassistisch orientierte Ideologie. B. Zionism predates Nazism. Zionismus ist im Prinzip der Vorläufer vom Nazismus. You can read Zev Jabotinsky or you can read Herzl from late 19th century, from 1897, before Hitler was born. Jabotinsky oder Herzl aus dem Ende des 19. Jahrhunderts lesen, das war, was er geschrieben oder was die beiden geschrieben haben, das war bevor Hitler geboren wurde. If anything, Nazis learned racism and expansionism and nationalism from Zionists. Die Nazis haben Expansionismus, Rassismus und was von den Zionisten gelernt. Yeah.
But, and this is something that I mentioned in Stuttgart, and people were very cross with me, but in categorical terms, Israel is far worse than Nazi Germany. Aber er sieht es so, dass Israel viel schlimmer ist als Nazi-Deutschland. Er hat es auch schon in Stuttgart gesagt und ist dafür sehr kritisiert worden. Because Israel is a democracy. Warum er findet, dass Israel schlimmer ist als Nazi-Deutschland, ist, weil Israel eben eine Demokratie ist.